Liebe Mitglieder und Kunden unserer BEB, pah, fröhliche Weihnachten. Was für ein Recht hast du, fröhlich zu sein? Was für einen Grund hast du, fröhlich zu sein? Diese Frage dürften sich in diesem Jahr viele von uns stellen. Gestellt hat sie seinem Neffen einst Ebenezer Scrooge, der grantige Kaufmann in dem legendären Weihnachtslied, ein Weihnachtslied in Prosa von Charles Dickens. Hier in der Mitte des 19. Jahrhunderts ging es zwar um das Verhältnis von Arm und Reich, die Wandlung zu einem besseren Menschen und um Solidarität, aber eben auch um die grundsätzliche Einstellung zu Weihnachten. Und in diesem Zusammenhang habe ich neulich einen interessanten Gedanken zum Weihnachtsfest in Corona-Zeiten gehört. In Deutschland sagen wir nicht, wir haben warme Wohnungen, fließendes Wasser, genug zu essen, mehr Geschenke als wir brauchen und Netflix. Nein, wir sagen, das wird das härteste Weihnachten, das die Nachkriegsgenerationen je erlebt haben. Da möchte ich entschieden widersprechen. Es wird unbestritten ein sehr ungewöhnliches Weihnachtsfest werden, mit viel Einschränkungen und Verzicht auch schon in der Adventszeit. Aber Weihnachten findet doch in erster Linie in uns selbst statt. Wie wäre es, wenn wir die Gedanken an die Einschränkungen, an den verpassten Skiurlaub, den fehlenden Glühweinstand umlenken und uns stattdessen fragen, wie wir die kommenden Wochen gut gestalten können? Ich möchte es nicht beschönigen. Die Zeiten sind anstrengend und fordernd. Aber vieles lässt sich nun mal besser ertragen, wenn man sich auf die Veränderungen einlässt, aktiv nach anderen Lösungen sucht und damit anderen Lichtblicke verschafft. Weihnachten kann also alles andere als Humbug sein, wie es Scrooge in seinem alten Ich in dem Märchen immer wieder sagt. Es ist vielmehr eine Haltung und eine Frage der Beziehung. Uns allen ist in letzter Zeit deutlich geworden, wie sehr der Mensch von Begegnungen und Beziehungen lebt. Das müssen wir alle gerade neu denken. Und ich gebe zu, das fällt nicht leicht. Was fehlt, sind nicht nur die Familienfeier oder die innige Umarmung mit Freunden. Es fehlt auch das spontane Kennenlernen bei Konzerten, der kurze Plausch mit Fremden an der Kasse oder eben auch auf dem Weihnachtsmarkt. Hier sind nun alle gefordert, andere Wege zu gehen. Zugegeben, ich finde auch keinen Gefallen daran, mit Verwandten und Freunden, Bekannten über ein Tablet zu kommunizieren oder mir Konzerte oder Kinofilme im Fernsehen anzusehen. Aber wenn die Alternative ist, kein Kontakt, kein Konzert oder kein Film, dann ist es doch entschieden besser als nichts. Wichtig ist, dass wir allem, was wir jetzt tun, ein entsprechendes Gewicht geben. Also das Konzert bewusst anhören und nicht nur nebenbei laufen lassen. Den Videochat wie ein Treffen vorbereiten und sich vielleicht einen ganzen Abend dafür Zeit nehmen. Leben ist, was du daraus machst, heißt es. Und gerade in diesen Zeiten muss ich oft an ein kleines Handyvideo denken, das ich vor einigen Jahren gesehen habe. Venedig stand nach einem schweren Unwetter unter Wasser. Doch in einem Restaurant herrschte Hochbetrieb. Die Tische voll besetzt und die Kellner jonglierten Pizza, Pasta und Co. Einzig ging alles ein wenig langsamer, weil mit Gummistiefeln durchs hohe Wasser zu warten einfach etwas länger dauert. Nun lässt sich eine lebensbedrohende Pandemie nicht mit einem Hochwasser vergleichen. Die Einstellung dazu aber schon. Was vielen in diesem Jahr besonders fehlt, ist das Spontane, Unverhoffte bei unseren täglichen Begegnungen. Aber selbst hier kann man ein wenig nachhelfen. Lassen Sie uns also den Glühwein mit Nachbarn und mit Abstand vor der Tür oder im Garten trinken. Vielleicht stellen Sie auch einem netten Menschen
in ihrer Nähe einen adventlichen Gruß mit einer kleinen Botschaft vor die Tür. Daraus wird bestimmt ein Telefonat, das Sie sonst nicht geführt hätten. Und lassen Sie uns gerade in diesem Jahr auch die weniger gut gestellten Menschen unterstützen. Dazu können Sie sich an die karitativen Einrichtungen in Ihrer Nähe wenden und fragen, ob Sie etwas, natürlich mit Abstand, tun können. Auch wir bei der BIB haben in diesem schwierigen Jahr unsere Nah- und Fernbeziehungen gepflegt. Mit Spenden an unsere Mikrofinanzpartner, zum Beispiel in Guatemala, konnten wir dort helfen, wo die Angst vor Corona besonders groß ist. Hier galt schon vor der Pandemie bereits die Hälfte aller Kinder als unterernährt. Und nun wurden zusätzliche Teile des Landes durch Hurricanes verwüstet. Mit Spenden helfen wir dort vor Ort und unterstützen zum Beispiel umfassende Gesundheitsprogramme. Darüber hinaus haben wir in diesem Jahr mit einem deutlich höheren Einsatz als sonst Pfarreien, Caritasverbände und viele andere kirchliche und soziale Einrichtungen und Initiativen mit Spenden unterstützt. Wir wollen damit in diesem schwierigen Jahr unseren Teil zum sozialen Kitt der Gesellschaft beitragen und Teilhabe fördern. Gerade Bereiche wie Obdachlosigkeit, Armut, Gewalt, Kinder- und Jugendversorgung bedürfen besonderer Aufmerksamkeit, damit die Angebote weiter stattfinden können. Scrooge, der alte Geizhals, wurde am Ende bekanntlich zu einem liebenswerten und großzügigen Menschen. Er erkannte, dass Geben und von Herzen geliebt werden glücklicher macht als alle Wechsel, die in seinem Kontor je ausgestellt wurden. Uns bei der BIB war diese Erkenntnis zum Glück bereits in die Wiege gelegt. Daher mussten wir auch im Pandemiejahr nicht umstellen, sondern nur schauen, wo unser Einsatz am dringendsten benötigt wurde. Dafür, dass wir in diesem Jahr eine Rekordsumme spenden konnten, bedanken wir uns bei unseren Mitgliedern und unseren Kunden. Ihre Treue zu Ihrer und unserer Bank macht dies erst möglich. In einer Zeit, in der wir uns entscheiden müssen, welchen Menschen wir nahestehen und zu wem wir Kontakt vermeiden, wird für viele die ohnehin schon komplizierte Planung des Weihnachtsfestes zu einer nahezu unlösbaren Aufgabe. Umso mehr wünsche ich Ihnen, auch im Namen meiner beiden Vorstandskollegen Johannes Mintrop und Manfred Sonnenschein und aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unserer BIB, ein harmonisches Fest, das mit seiner Botschaft die Widrigkeiten der vergangenen Monate ein wenig zu überstrahlen vermag. Halten Sie durch. Es kommen auch wieder unbeschwertere Zeiten, da bin ich sicher. Und nun lassen Sie mich für die Advents- und Weihnachtszeit mit dem Wunsch des kleinen Tiny Tim schließen. Gott segne jeden von uns. Das wünsche ich Ihnen von ganzem Herzen.